Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial darüber, wie man für iRacing in Photoshop ein Auto lackiert. In dem ersten Video wird es darum gehen, wie wir uns das Template besorgen, wie wir Photoshop und iRacing so weit vorbereiten, dass wir mit der Arbeit beginnen können. Zuallererst sollten wir uns für ein Auto entscheiden, dafür gehen wir auf Test. Und wählen uns ein entsprechendes Auto aus. Dabei ist es wichtig, dass das Auto, das wir lackieren wollen, wir auch besitzen. Denn nur ein Auto, das wir auch besitzen, können wir auch lackieren. Theoretisch lässt sich ein Template für jedes Auto runterladen, aber der oder die Bearbeitung funktioniert nur mit einem Auto, das wir auch in iRacing laden können, und dafür müssen wir es besitzen. Wir wählen uns den Audi R8 LMS aus und gehen auf Paint. Dort gibt es diesen Button Download Car Template. Dort bekommen wir für jedes Auto, das ausgewählt ist, das entsprechende Template als PSD-Datei gepackt in einer ZIP. Die öffnen wir natürlich mit WinRAR oder, falls wir WinRAR nicht haben, mit normalen Explorer. Können dann diese Datei in Photoshop direkt öffnen. Wenn die Datei offen ist, ist das erste, was uns auffällt, dass hier solche blauen Linien vorhanden sind. Das sind Hilfslinien. Diese brauchen wir nicht und die bekommen wir weg, indem wir auf Ansicht und Hilfslinien löschen klicken. Es kann durchaus sein, dass ihr die gar nicht habt, sondern dass es nur bei mir der Fall jetzt ist. In jedem Fall können die weg. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist, die Datei sinnvoll abzuspeichern, um uns später im späteren Arbeitsverlauf ein paar Klicks zu ersparen. Dazu gehen wir auf Datei, Speichern unter und wählen den iRacing Paint Ordner aus, den wir unter Dokumente iRacing, ja, Paint, dann den richtigen Ordner für den Audi auswählen. Dann gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie der Name der Datei sein muss. Und zwar ist das K-Unterstrich und dann die entsprechende Customer ID. Meine Customer ID ist die 23.0047 und dann speichern wir das Ganze darunter ab. Solltet ihr nicht wissen, wie eure Customer ID ist, gibt es einen einfachen Weg, das rauszufinden. Dazu öffnen wir die iRacing Webseite und können dann dort unter Account My Account, wenn sich hier schon mal geöffnet hatte. Oben rechts in der Ecke finden wir dann unsere persönliche Customer ID. Wie gesagt, bei mir ist es die 23.0047. Denn über diese ID weist iRacing den entsprechenden Leuten die entsprechenden Paints zu. So, als nächstes gucken wir uns mal die Ebenen an, die das Template mitliefert. Dann haben wir zwei Bereiche, den roten und den blauen Bereich. In dem roten Bereich befinden sich Ebenen, die für die Bearbeitung interessant sind, die uns helfen. Wie zum Beispiel die allererste Ebene ist die Wire-Ebene, das Drahtgittermodell des Autos, was uns wichtige Anhaltspunkte zur Orientierung beim Bearbeiten der Textur liefert und somit ein wichtiges Werkzeug ist. Direkt darunter befindet sich die Mask. Die Mask dient zur Übersicht, sie blendet alles das aus, was später nicht auf dem Auto landen wird. Das ist eine reine Maske. Alles das, was da ausgeblendet wird, landet irgendwo im Nirvana und interessiert uns nicht. Es dient einfach der Übersicht. Darunter befinden sich die Number- und Sponsor-Blocks. Das sind die Bereiche, die
iRacing reserviert für die Fahrernummer bzw. für die Sponsoren, die man auf der Webseite auswählen kann. Die Kardikel-Ebene sind Aufkleber, die iRacing bzw. ja, iRacing vorgibt. Und das sind Aufkleber, die wir weder entfernen noch bearbeiten können. Die sind halt einfach da. Genauso wie das Car-Mandatory. Das sind Bereiche, die wir so oder so nicht bearbeiten können. Man kann zwar drüber malen und so, aber das wird am fertigen Modell im Spiel nichts ändern. In der Paintable Area finden wir jede Menge Ebenen, die wir verwenden können. Wir müssen sie nicht verwenden. Es ist im Großen und Ganzen für unsere Arbeit relativ uninteressant, was dort drin ist. Und ist eigentlich im Großen und Ganzen für das, was wir vorhaben, eher Ballast als nützlich. Wie zum Beispiel die Car Patterns. Das sind die ganzen Lackierungen, die man auf der Webseite auswählen kann. Aber da wir eine eigene Lackierung erstellen wollen, bringt das nichts. Die Base-Lackierung ist sozusagen, die Base-Ebene ist sozusagen die Grundierung. Das Ganze können wir so wie es ist in den Papierkorb schmeißen, indem wir es einfach dorthin ziehen und wir uns somit davon, ich sag mal, befreien. Zuallererst möchte ich euch ein Feature zeigen, das sehr, sehr häufig Verwendung findet. Das ist das Protokoll. Wenn es da nicht findet, unter Fenster Protokoll findet ihr es auf jeden Fall. Das ist eine Historie oder da wird jede Aktion protokolliert, die ihr in Photoshop durchführt. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Pinsel auf eine Ebene etwas zeichnet, wo man das nicht möchte, oder generell, wenn man irgendwas macht, was man gerne rückgängig machen möchte, kann man das dort tun. Und es wird oft passieren, dass man irgendwo etwas macht, was man nicht machen wollte und kann damit wunderbar die Schritte zurückgehen. Gut. Als nächstes werden wir einen neuen Ordner erstellen, beziehungsweise eine neue Gruppe, indem wir unten in der Leiste auf dieses Ordner-Symbol klicken und dann wird eine neue Gruppe erstellt. Diese Gruppe muss zwingend unterhalb des roten Bereichs liegen oder der roten Gruppe liegen. Das hat was mit der Ebenenreihenfolge zu tun, das ist wirklich wichtig, da sonst unsere Lackierung alles andere überdeckt. Diese können wir dann umbenennen in My Paint zum Beispiel. Der Name ist irrelevant für irgendwas, es dient einfach der Struktur und der Ordnung. In diesem Ordner werden wir, indem wir unten auf Neue Ebene erstellen klicken, eine neue Ebene erstellen. Und diese Ebene wird unser Hintergrund werden und muss mit einer Farbe gefüllt werden, die wir hier oben auswählen können. Ich werde jetzt erstmal weiß auswählen, klicke dann auf das Füllwerkzeug, den Farbeimer und fülle diese komplette Ebene mit der Farbe weiß. Was uns auffällt ist, dass die Wire-Ebene jetzt nicht mehr zu sehen ist und wir sozusagen keine Anhaltspunkte mehr über die Geometrie des Autos haben, was natürlich eher suboptimal ist. Aber da gibt es eine Möglichkeit, wie wir das beheben können, indem wir den Ebenenmodi ändern, indem wir oben nicht normal auswählen, sondern auf Differenz gehen. Und dann wird die Wire-Ebene mit den darunterliegenden Ebenen verrechnet, insofern, dass sie invertiert wird. Wenn man jetzt die Ebene schwarz macht, müsste das Gitter eigentlich nicht mehr zu sehen sein, weil es ist ja selber jetzt auch schwarz. Aber dadurch, dass es ja verrechnet und invertiert wird, wird die neue Ebene oder beziehungsweise wird das Wire jetzt ja weiß. Und somit ist das in den meisten Fällen
gut sichtbar. Damit sind unsere Vorbereitungen in Photoshop soweit abgeschlossen. Eine kleine Sache gibt es noch zu tun, und zwar wenn wir die Ebenen etwas aufräumen. Dazu klicken wir die Mask-Ebene an und mit gedrückter Shift-Taste die K-Mandatory-Ebene und haben damit alle Ebenen dazwischen ausgewählt. Dann klicken wir unten auf das Ordner-Symbol und packen diese ganzen Ebenen in eine neue Gruppe. Damit wirkt das Ganze etwas aufgeräumter, nicht mehr so überladen, und wir haben etwas mehr Platz für die Ebenen, die dann noch kommen. Dann speichern wir das Ganze ab, Datei speichern unter, und diesmal wählen wir nicht die Photoshop PSD als Format aus, sondern Targa TGA. Der Name der Datei bleibt so, deshalb hatten wir das vorher so abgespeichert. Das erspart uns einfach, dass wir das jetzt jedes Mal mit der TGA neu so eingeben müssen. Falls die Datei vorhanden ist, überschreiben wir die natürlich. In den Einstellungen bleibt 24 Bit pro Pixel aktiv und die Komprimierung lassen wir aus. Drücken auf OK und können jetzt zu iRacing wechseln. Als Strecke wählen wir den Centripetal Circuit aus und die Time of Day ist Afternoon und starten iRacing. Sinnvoll ist es, iRacing an der Stelle im Fenster zu starten, da wir oft zwischen Photoshop und iRacing hin und her wechseln werden. Ist das besser oder funktioniert das besser als im Fullscreen-Modus? Wenn iRacing geladen ist, gehen wir kurz ins Auto rein und direkt auch wieder raus. Warten kurz, bis das Replay soweit geladen hat. Hier können wir das Ganze kurz pausieren. Wir sehen, dass die Textur bereits geladen ist und kümmern uns jetzt um die Kamera. Die Kamera, die wir dabei vorzugsweise auswählen, ist die Chase-Kamera. Mit Steuerung F12 kommen wir dann ins Kameramenü und können dort alles Mögliche einstellen. Wichtig sind die Offset-Werte X, Y und Z für die Entfernung bzw. Drehung und Höhe. Die Drehung und die Entfernung lassen sich auch über die Tastatur bedienen mit WASD. Die Höhe gibt es, glaube ich, auch Tasten, aber die kenne ich jetzt nicht. Ich mache es immer so, dass ich mich etwas vom Auto wegbewege und dann die Field of View etwas reduziere. Damit bekommt das Ganze einen etwas natürlicheren Look. Sieht nicht mehr ganz so verzerrt aus. Mit der Leertaste kann man dann das User Interface von iRacing aus- und wieder einblenden. Und mit STRG R lässt sich die Textur neu laden. Damit sind soweit alle Vorbereitungen abgeschlossen. Photoshop und iRacing sind so hergerichtet, dass wir im nächsten Video mit der eigentlichen Bearbeitung der Textur beginnen können. Ich werde euch dafür die Werkzeuge und meinen Workflow vorstellen und bedanke mich bei euch.